Bleibt. Hey, nicht anfassen! Sehen Sie, dann glauben Sie nicht mal meiner Kamera, hallo? Warum? Oh Gott. Warte, ich kann das doch gar nicht verstehen. Mensch. Keine Gewalt! Doch wie sollen wir vorwärts kommen, wenn uns Vielfalt durchgenommen? Viele hier sind unzufrieden. Okay, okay. Ja, schönen guten Tag. Wir befinden uns in Gera. Hier findet das Fest Wir für Frieden und Freiheit statt. Demonstration, Sommerfest. Ja, wie man im Hintergrund sehen kann, Polizei ist ja auch schon aktiv, ist dabei, hier ja, Maßnahmen zu erteilen. Wie man da hinten sehen kann. Ach, Maske und Kameras. Okay, linke Presse, sehr gut. Das schützt natürlich auch die Polizei. Und wir haben einen engagierten Mann mit einem Regenschirm, der sich hier vor die Presse wirft, dass die keine Bilder machen können. Okay. Moin, hallo. Erstmal möchte ich euch recht herzlich hier begrüßen, in Gera für Frieden und Freiheit auf die Straße zu gehen. Wie ihr mitbekommen habt, sind in näherer Umgebung hier mehrere Veranstaltungen verboten worden. Die Behörden haben gerade vor, diese Veranstaltung heute hier auch aufzulösen oder aufs Massivste zu beschränken. Während wir hier stehen, feiert 500 Meter Luftlinie weiter die MLPD ein riesiges Volksfest mit Versorgungszelten, mit Getränkezelten, mit Textilständen. Doch wir sind Nazis, wir haben diese Stände nicht verdient. Die Ordnungsbehörde der Stadt Gera, vertreten durch den Herrn die Kriminalpolizei Gera durch Dirk Rosenkranz und unser Einsatzleiter, der schöne Michael Zimmermann, bekannt durch das Sträflingsschild, wollen uns hier die Veranstaltung untersagen, verbieten, aber wir lassen uns es nicht verbieten! Also ich kann euch nur auffordern, holt euch jetzt jeder 2-3 Flaschen Getränke, dass ihr was habt für den ganzen Tag, weil die wollen die Versorgung komplett unterbinden. Deshalb, in den nächsten 20 Minuten werden wir hier die Stände wegräumen müssen. Und deshalb geht jetzt an die Stände, holt euch flaschenweise, kästenweise, das ist egal. Dann habt ihr was für den Tag, das können sie uns nicht verbieten und das lassen wir uns auch nicht verbieten. Ja. Denn ihr kennt den Spruch, wer Wind zählt, wird Sturm ernten. Und ab morgen gibt es in Gera keinen angemeldeten Spaziergang mehr. Und da können sich die Bürger der Stadt Gera, die Polizisten der Stadt Gera bedanken bei dem schönen Dirk Rosenkranz, bei dem schönen Michael Zimmermann und beim Herrn Gocke vom Ordnungsamt Gera. Diese Lakaien haben wieder Anweisungen von oben ausgeführt. Ich kann hier weder ein Kompaktlogo sehen, noch sehe ich hier eine Kompaktveranstaltung, noch eine Ersatzveranstaltung. Das ist eine Trauerkür, die die Stadt Gera heute hier ablässt. Aber man kriegt wahrscheinlich Druck von oben und die Winde ist voll. Ich kann nur hoffen, dass morgen hunderte mehr zum Spaziergang kommen, unangemeldet für die Freiheit, für den Frieden und auch Solidarität für das Kompaktmagazin auf die Straße gehen. Das, was hier passiert, ist ein Trauerspiel, wie man nur so viel Angst haben kann. Angst vor einem Printmedium, was heute nicht mal Thema der Veranstaltung ist. Ich sehe hier keine Fahne, nichts von Kompakt. Das Einzige, was passiert ist, ich habe Gäste eingeladen. Die Gäste sind dem Aufruf gefolgt. Und deshalb bin ich mit ganz Stolz hier begrüßen zu dürfen. Jürgen Elsässer, Stefanie Elsässer, Martin Sellner, André Pottenburg, Martin Kohlmann, Wolfgang Lauerwald, Frank Hausner. Alle diese Patrioten sind heute hier vor Ort und setzen hiermit ein starkes Zeichen, dass wir uns nicht verbieten lassen. Wir wollten heute hier friedlich eine Zusammenkunft feiern, meinen Geburtstag noch etwas nachfeiern. Und was die Behörden jetzt draus machen, ist ein Trauerspiel. Die Kommunisten feiern in Gera mit mehreren Ständen, das ist genehmigt. Und hier soll so der Riegel vorgeschoben werden. Das ist traurig, auch alle Polizisten, die das umsetzen. Sollten sich schämen und eines Tages wird der Tag der Rache kommen. Das verspreche ich euch!
Also geht an die Stände, holt euch in den nächsten 20 Minuten das, was ihr tragen könnt. Und dann werden wir einen schönen Nachmittag haben, ohne die Versorgung. Ich werde dann alles wegräumen und werde jetzt an Eckbert übergeben, dass er das Ganze hier ein bisschen moderat moderiert oder lustig noch ein bisschen Freundlichkeit unter die Leute bringt. Ihr wisst soweit Bescheid, holt euch, was ihr tragen könnt, denn wir geben dieser Sache nicht nach. Wir halten Stand, denn wir sind die Guten! Ganz kurz nochmal, während ich gestern hier auf dem Platz gewesen bin, nochmal zur Kontrolle, ob ordentlich abgesperrt wurde. Ihr werdet sehen, hier sind überall Graffitis auf dem Platz. Fuck AfD, Antifa Forever. Ich habe den kompletten Stadtrat und der Fraktion der Linken hier beim Sprayen erwischt. Mitarbeiter des Landtags, Mitgliedes von Daniel Reinhardt, haben hier massiven Sachschaden angerichtet. Ich habe sie auf frischer Tat ertappt. Habe die Polizei hinzugerufen, habe sie angezeigt. Und heute steht in Medien, friedliche Antifa-Faschisten sammelten sich auf dem Platz. Dann kam Christian Klar, dieser kriminelle Neonazi, und schlug einem ins Gesicht. Also ich habe ihn weder geschlagen, ich habe ihm seine Spraydose aus der Hand genommen. Und weil er meine Mutter als läufige Hündin bezeichnet hat, habe ich ihm seine Spraydose an den Kopf geworfen. Aber wenn ihr seht, Sachschaden dort an den Schildern, da drüben steht dieses Lenkepack. Aber es ist wirklich nur ein kleiner Haufen voll, wo man sagt, ey, traurig, traurig. Heute im Internet schon wieder die große Fresse. Gestern, ich war alleine, sie waren zu sieben und haben sich ihre Windeln besorgt mit Vollgeschissene. So, und jetzt genießt den Nachmittag, deckt euch ein, bis geräumt wird. Danke, danke. Die Polizei sagt gerade zu mir, ich soll bei meiner Veranstaltung bleiben. Hey, nicht anfassen! Sehen Sie, dann glauben Sie nicht mal meiner Kamera, hallo? Warum soll ich jetzt hier weggehen? Also diese Polizei hier, die nicht... Ich habe keine Veranstaltung, ich bin Presse. Ja, habe ich, kann ich Ihnen zeigen. Ich habe einen Presseausweis. Bleiben Sie bitte bei Ihrem Fall. Warum? Ich bin ein freier Reporter, wollen Sie mich verarschen? Sehen Sie, hier haben wir gestarke Presse, kann ich überall hin. Vorhin. Ja, die richtige Presse. So, Sie können meinen Presseausweis auch kontrollieren. Ey, diese Fascho-Polizei, kann man nichts anderes sagen hier. Können Sie kurz halten, bitte? Ich glaube, dass Sie dich nicht durchlassen. So. Hallo, Helden-Stadt-Gera. Ja. Wo hier in Gera der Widerstand eigentlich auch zu Hause ist. Hier in Dresden wissen auch, was Widerstand ist. Ich bleibe nicht bei meiner Veranstaltung, wenn Sie mir das wirklich nicht begründen können. Ich bin hier für Pressearbeit, nichts anderes. Die rote Karte. So, ich gehe jetzt. Ich habe gesagt, wenn Sie mir das nicht begründen können, Sie haben mir nichts erklärt. Ich habe Ihnen mein. Warum soll ich hier stehen bleiben? Sie haben mir nichts erklärt. Sie haben gesagt, ich hätte keinen Presseausweis. Ich habe Ihnen meinen Presseausweis jetzt gezeigt. Ja, holen Sie erstmal Hilfe. Also die Polizei hat hier Anweisungen, die Pressefreiheit zu unterdrücken. Man sieht es hier, ja. Presse von der Antifa wird hier reingelassen, darf hier alles frei berichten. Wenn ich mich auch nur der Antifa-Demo nähern möchte, werde ich hier zurückgehalten. Ja? Und ohne Begründung, ja. Ich habe ihm meine Presseausweis gegeben. Das ist schon wieder so hanebüchen. Und er macht auch keinen Druck. Können Sie mir jetzt mal einen Grund sagen? Nicht ihr. Ach, Fascho-Polizei. Thüringen ist durchsetzt von faschistischen Polizisten. Ja, im Allgemeinen. Damit meine ich jetzt nicht speziell diesen Polizisten. Der tut wahrscheinlich auch nur das, was man ihm befiehlt. Ja, aber das sind so schlimme Zustände hier in Thüringen. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist auch nicht der erste Fall, dass mich hier die Polizei massiv schikaniert. So, jetzt kommt hier auch der Sellner. Und der Elsässer auf die Bühne. So, ich schaue mir jetzt nochmal den Gegenprotest an. Ich liebe mal hier. Baby, was ist denn los? So, in der Hoffnung, dass die Polizei vielleicht mal einigermaßen über ihre. Ach, danke. Vielleicht mal einigermaßen über ihre
keine Ahnung, Anweisungen nachdenkt, in der Hoffnung, dass sie mir begründen kann, wenn sie schon die Pressefreiheit unterdrücken, wieso sie das hier tun. Mein Presseausweis habe ich nicht selber ausgedruckt. Tatsächlich gibt es auch sowas wie einen einheitlichen Presseausweis nicht. Das widerspricht alles der Pressefreiheit in Deutschland. Ja, deswegen kann man auch einen Presseausweis nicht schützen. Ja, es gibt nicht diesen Presseausweis. Ja, die Presse ist frei, weil auch der Presseausweis frei ist. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem eine Agentur dafür bezahlt, um mir den drucken zu lassen. Ja. Aber es ändert nichts daran, ja, dass er genauso rechtmäßig ist wie der bundeseinheitliche Presseausweis. Irgendwann werden wir vielleicht auch verstehen, dass das Unterdrückung von Pressefreiheit. Deshalb Menschenrechte statt rechte Menschen. Schönen guten Tag, können Sie mir erklären, was ein rechter Mensch ist? Nein, ich bin genauso links, wie ich rechts bin. Okay, keiner will was erklären? Sehr gut. Dann haben wir hier auf den Schildern. Wir treten ein für ein weltoffenes Thüringen. Mach mit. Okay. Möchte jemand erklären, was ein weltoffenes Thüringen ist? Ich bin freier Reporter, würde mich freuen. Gut, dann nicht. So. Da, leider möchte niemand irgendwas sagen. Pech, Pech, du bist kein Journalist! Kein Mensch ist illegal. Kein Mensch ist illegal. Gut. Also, die demokratischen Menschen möchten nicht reden. Was ist demokratiefeindlicher, als nicht miteinander reden zu wollen? Ja? Ich weiß es nicht. Es gibt eine Rede hier. Tatsächlich. Okay, gut. Still und leise fing es an, sodass man gar nicht sagen kann, wie genau es ist passiert. Doch viele haben schnell kapiert, dass man dem begegnen muss. Sonst ist mit der Freiheit bald schon Schluss. All das, was nicht ins Schema passt, wird am liebsten schnell geschafft. Und bunte Menschen zu bedrohen, das hatten wir doch alles schon. Alle die, die anders sind, sollen bitte weggeschwinden. Doch wie sollen wir vorwärts kommen, wenn uns Vielfalt wird genommen? Viele hier sind unzufrieden, doch wird etwas stets vermieden, die wahrhaft Schuldigen zu nennen. Statt zur AfD zu rennen, sollt ihr das Bunte integrieren und Deutschland überlegt regieren. Und auch dies wollen wir vermitteln, statt immer nur herumzukritteln. Bringt euch lieber selber ein und lasst die weiche Nazi-Sprüche sein. Wie weiche die Nazi-Sprüche? Ich bin kein Nazi. Ich bin V-Mann. Du kuschelst mit Nazis. Deswegen ist man doch kein Kontaktschuld. Gibt's jetzt Kontaktschuld? Die können nichts dafür. Die meisten wollen nicht weich sich betten, sondern ihr nacktes Leben retten. Gebieten tut's die Menschlichkeit, dass man in diesem Fall bereit, den Menschen Unterschlupf zu geben. Sie wollen doch nur überleben. Wären wir selbst davon betroffen, würden wir ganz sicher hoffen, dass uns jemand unterstützt und uns vor dem Bösen schützt.